und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zur heutigen Musikstunde. Ich habe heute für euch nochmal eine Fingerübung und die heißt Zähne putzen. Genauso wie ihr regelmäßig eure Zähne putzen müsst, sollt ihr auch regelmäßig diese Übung spielen. Es ist nicht ganz einfach, Gabelgriffe zu spielen. Gabelgriffe heißt, ich gehe zwei Töne aufwärts, eine abwärts, zwei aufwärts. Das sind die Finger. 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 2. Da passiert es schon mal, dass man alle verwechselt. So, die rechte Hand, der Daumen liegt auf dem Zeh. 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 2. Und das wird immer wiederholt, mindestens 5 Mal. So, wenn das nicht bei euch klappt, fangen wir an mit 3 Tönen. 1, 3, 2. Spielt nach. 1, 3, 2. Ich spiele 4 Töne. 1, 3, 2, 4. Und ihr spielt nach. Und 1, 3, 2, 4. Und nochmal. 1, 3, 2, 4. Ich spiele das Ganze und hänge nochmal 2 Töne dran. 1, 3, 2, 4, 3, 5. Macht mal mit in der Luft. 1, 3, 2, 4, 3, 5. Und sprecht auch laut dazu. 1, 3, 2, 4, 3, 5. Und nochmal. 1, 3, 2, 4, 3, 5. Und jetzt auf Tasten. 1, 3, 2, 4, 3, 5. Und nochmal. 1, 3, 2, 4, 3, 5. Und jetzt werden noch 2 Noten dran gehängt. Ich spiele von vorne und hänge sie dran. 4, 2. Und wieder geht's von vorne los. 4, 2, 1. Und ihr spielt mit. Wir machen es langsamer. 1, 3, 2. Spielt so schnell ihr könnt. So, die rechte Hand ist jetzt gut. Jetzt muss die linke Hand das gleiche spielen. Die macht das gleiche spiegelbildlich. Da liegt auch der Daumen auf dem Zeh. 1, 3, 2, 4. Ihr spielt mit, legt den Daumen aufs mittlere Zeh. Und 1, 3, 2, 4. Dass ihr mir auf die Finger schauen könnt. Jetzt könnt ihr mir besser auf die Finger schauen. Ich lege den Daumen auf C. 1, 3, 2, 4. Spielt mit. 1, 3, 2, 4. Ich hänge wieder 2 Töne dran. 1, 3, 2, 4, 3, 5. Und 1, 3, 2, 4, 3, 5. Und einmal in die Luft. 1, 3, 2, 4, 3, 5. 1, 3, 2, 4, 3, 5. Und beim nächsten Mal hänge ich die 2 letzten Töne dran. 4, 2, von vorne. 4, 2. Drückt auf Pause, spielt die linke Hand so oft ihr wollt. Also, beide Daumen liegen auf dem Zeh, wir spielen jetzt mit 2 Händen. 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 2. Und nochmal.
gemacht. Wenn ihr die Gabelgriffe gut könnt, wird es euch bei vielen Musikstücken leicht fallen, die richtigen Finger zu verwenden. Ich sage für heute Tschüss, bis zur nächsten Musikstunde.